In dieser Folge fahren wir weiter den Rhein-Rhône-Kanal Richtung Deutschland bergauf. Bei einer Schleuse versagt das Schleusentor. Sehr Wahnsinn. Und abends sitzen wir zwischen zwei Schleusen ohne Anlegemöglichkeit fest. Wir, das sind Sabina, Peter und unser 40 Jahre alter Pocket-Katamaran Squib. Wir sind bereits den vierten Tag auf dem Kanal unterwegs. Heute geht es von Besançon bis irgendwo im Nirgendwo vor Schleuse 35. Heute werden wir hauptsächlich auf dem Fluss Doubs unterwegs sein. Nur kurze Kanalstücke führen an den Wehren vorbei zu den jeweiligen Schleusen. Bereits kurz nach Sonnenaufgang fahren wir die Flussschleife von Besançon flussabwärts, um nochmals durch den Tunnel unter der Zitadelle hindurchzufahren. Heute hatte ich die abstruse Idee, wir fahren die Flussschleife runter und noch einmal durch den Tunnel. Das war aber irgendwie ein Schuss ins Knie. Weil die Öffnungszeit der Schleuse Nummer 50 leider erst um 9 Uhr beginnt, was nirgends eingeschrieben ist. Und wir um 8.20 Uhr schon dort waren. Kein Schleusenwärter war hier. Wir haben uns dann angelegt und gewartet und alles angeschaut. Und 5 vor 9 habe ich dann angerufen beim VNF. Ich wollte wissen, wann es losgeht. Da war aber nur ein französischsprachiger Mitarbeiter dran. Und ich glaube, er hat verstanden, dass wir auf Schleuse 15 Schwierigkeiten haben und nicht 50. Aber es sind dann Boote von der anderen Seite gekommen, die wurden vor uns geschleust und um 9:30 sind wir dann endlich dran gekommen und konnten unsere Reise fortsetzen. Heute werden wir den größten Teil auf dem Doubs direkt zurücklegen. Und es werden immer wieder Schleusen sein, wo dann eben ein Wehr ist, um den Fluss aufzustauen. Der Besuch auf der Zitadelle gestern? Anstrengend und schweißtreibend, aber schön und spannend. Was hat am besten gefallen? Das Mittagessen. Warum ist Mittagessen? Weil wir uns leider nichts mitgenommen haben und irgendwie zum Mittag losgestapft sind in der größten Hitze. Beide dann schon Hunger hatten, als wir oben waren.
Die Doppelschleuse de Lü zeigt uns, was so alles schief gehen kann, wenn man sich bereits routiniert fühlt. Die Fender hängen etwas zu hoch und rutschen teilweise über den oberen Rand der Schleusenmauer. Dadurch scheuert Squib beim Anfahren die Kante entlang und holt sich einen fetten Kratzer. Der Kugelfender wird gegen die ansteigende Mauer gedrückt, platzt und drückt das Boot an die gegenüberliegende Schleusenwand, was man auch gut hören kann. Schon auf. Der Steuerbordmotor geht nicht mehr, also der Backbordmotor. Aha, na dann lass es auch nicht. Das ist leider wieder mal ein Tauchgang. Ich bin selber schuld. Wir haben uns unsere eigene Leine in den Backbordpropeller gefahren. In der letzten Schleuse. Und ich kann definitiv sagen, auf der Saone war es wärmer. Und das war schon nicht warm. Ja. Also das ist wie kaltes Leitungswasser. Na. Das hat keine 20 Grad. Boah. Na, aber du brauchst dich vor keinen Segeln fürchten. Das ist ja nein, Segeln sind da keine. Ganz sicher, das ist jetzt einmal was. Ich will noch nicht runter. Pass auf, du, hinter dir ist die Mauer. Tja, das ist das gute Stück. Ja, ich weiß. Boah. Na gut, gib mir einen Schnorchel auch. Hä? Ist schon los? Ja, aber wir haben Pflanzen auch rund um den Propeller, die muss ja auch weg. Kann ich die Leine einziehen? Ja. Also der Tauchgang war zur Frage der Zeit. Ja. Also wer glaubt, dass dicke, abgehärtete sind im kalten Wasser? Definitiv nicht. Es ist mehr Oberfläche, die kalt ist. Also die Strafe folgt meist auf dem Fuß. Ich wollte unbedingt, dass Sabina filmt, wie wir in die Schleuse reinfahren, weil vor der Schleuse ein Anleger war, wo sie vom Bord steigen konnte. Normalerweise bedient Sabina die vordere Leine und beim Rausfahren habe ich sie nur so an Deck geschwungen. Ich habe geglaubt, sie ist sicher oben. Ich habe sie auch hinten um die Winch einmal herumgeschlungen, aber anscheinend haben wir irgendwo gestreift. Und die Leine wurde runtergezogen und hat sich gleich 10-mal um den Propeller gewickelt, bevor er abgestorben ist. Besser sowas als irgendein seriöser Motorschaden, wo man nichts machen kann. Und jetzt eine lauwarme Dusche. Gott, das ist richtig warm in dem Fluss.
Kurz vor der alten Papierfabrik in Deluce liegt einer der Rahnhäfen des Rhein-Rhône-Kanals. Dank unserer Solarpaneele sind wir energieautark, brauchen keinen Landstromanschluss. Schaut euch diese Pflanzen ab, Wahnsinn! Und möchten heute bis Betriebsschluss noch möglichst viele Schleusen hinter uns bringen. Hier hat jedes Dorf ein besonders schönes Kirchturmdach. Sieht man nur noch selten, außer am Wasser. Das ist ja mal eine neue Schleuse, so eine hatten wir noch nie. Tut sich da irgendwas? Ungefähr 10 cm, glaube ich, hat es uns gehoben. Es hat sich vorher eingepumpt, das Wasser, und jetzt macht es auf. Echt? Das ist nicht sehr effizient. Wenn Sabina den Ton eingeschaltet hätte, würde man mich hören, wie ich wortrecht die Situation mit dem feststeckenden Schleusentor schildere. So bleibt mir nur zu erzählen, dass ich den VNF angerufen habe und so verständlich Garant Süß kommunizierte, dass eine Dreiviertelstunde später ein Mitarbeiter vorbeigekommen ist und die Schleuse für uns geöffnet hat. Was zeigt denn der Tiefenmesser an? Ja, was zeigt der Tiefenmesser an?
Wir haben heute erst nach 19 Uhr die Schleuse 35 erreicht. Leider werden nach 19 Uhr keine Schleusungen mehr vorgenommen, obwohl noch Tageslicht ist. Und deswegen liegen wir jetzt hier. Nach der letzten Schleuse waren zwei Wartepontons eingezeichnet, einer nach der letzten Schleuse, Nummer 36, und einer hier. Beide sind nicht vorhanden. Und das war jetzt eigentlich die einzige Lösung für uns für heute Nacht. Denn auf den 1,5 Kilometer zwischen diesen zwei Schleusen waren keine anderen Festmachermöglichkeiten. Und ankern im Dubs, das wollten wir auch nicht, da man nicht weiß, wie der Untergrund ist. Und dann in der Nacht über irgendein Wehr getrieben zu werden, war auch keine Option. Hier haben wir uns vorne an einer eisernen Leiter festgemacht und hinten hat Sabina ein paar Weidenbüsche mit einem Seil zusammengefasst. Aber da hier fast keine Strömung ist, wird das über Nacht schon gut gehen. Es sind auch keine Niederschläge angesagt, sodass sich der Wasserstand eher minimiert. Sabina hat sich gestern am Abend ein bisschen gewundert, warum der Busch so streng riecht, wo wir unsere Heckleine angebunden haben. Wir haben uns eine Angelleine eingefahren und deshalb darf ich schon wieder ins Wasser. Ich will nicht. Scheiße, ist das kalt schon wieder.